So, jetzt befinden wir uns in der Übungsphase. Ich mache jetzt also kurz Pause, schreibe die Übung auf und dann stelle ich sie vor. So, hier sind die Übungsaufgaben. Achtung, jetzt Pause drücken. Und also ich drücke jetzt Pause und ihr drückt zu Hause auch Pause. Dann könnt ihr jetzt diese Dinge ausrechnen. Also ich will ausgeklammert wissen, was überall drin steckt. Und wenn ihr das dann habt, dann vergleicht ihr mit dem, was wir in der Zeit errechnen. Jawohl, jetzt haben wir die Ergebnisse zusammengetragen. Man sieht es an der unterschiedlichen Schrift, dass wir hier mehrere Leute haben arbeiten lassen. Gucken wir uns nochmal an, wie es funktioniert. Bei der ersten Aufgabe habe ich es nochmal aufgespalten. 25 ist eigentlich 5 mal 5 mal a Quadrat ist a mal a. Plus 5 mal a mal a mal a, ne? A hoch 3. Dann plus 5 mal 8 mal a. Dementsprechend gucke ich, und das habe ich unterstrichen, was ich ausklammern kann. Bei der dritten gab es noch eine Frage. Nee, bei der vierten, ne? Bei der vierten oder bei der dritten? Dritte? Danke. Gucken wir es uns im Einzelnen nochmal an. Hier steht eigentlich 2 mal y plus 2 mal 2 mal y mal y mal y mal y. Jetzt wird es ein bisschen knapp. Plus 2 mal 2 mal 2 mal erstes, zweites, drittes, viertes. Das fünftes, sechstes Y. Und jetzt unterstreiche ich das nochmal. Was steckt in allen drin? Leider. Acht waren das sogar, ja, danke. Mensch, noch zwei dazu. Heimatland. So, und jetzt, was steckt in allen drin? Wir gucken mal nach der Zahl. Ja, zwei stecken viele drin. Schade, hier nur eine. Okay. Wie viele Y sind am meisten? Ja, am meisten, aber ich muss die wenigsten nehmen, die beiden. Ah, also kann ich nur 2 mal y Quadrat ausklammern. Der Rückgriff, das erkläre ich dann. Und wenn ich jetzt sage 2 mal y mal y und nehme hier 2 mal y mal y und nehme hier 2 mal y mal y, welche, ob ich von vorne anfange oder die, ist egal. Dann muss ich den Rest wieder in die Klammer reinschreiben. Also wird dann gleich sein, jetzt leider hat sich das Gleichheitszeichen verschoben, 2y Quadrat mal, und jetzt, das mal kann man übrigens weglassen, das muss man nicht malen. Das wissen wir aber noch von früher. Und jetzt geht's los. Wenn ich 2y Quadrat durch das Ausgeklammerte dividiere, bleibt nur 1. Umgekehrt, wenn ich sage 2y Quadrat mal 1, erhalte ich wieder hier mein 2y. So, plus. Jetzt wieder gucken, was ist übrig geblieben? Die beiden sind weg, eine 2 und y Quadrat bleibt übrig. Also 2y Quadrat. Ne, man sieht es hier. Das andere ist ja weggestrichen, ist ja rausgefallen sozusagen. Also bleibt die 2 übrig und die beiden y-Quadrate. Und jetzt gucke ich hier. Hier habe ich 1, 2, 2. 2 mal 2 ist 4, daher kommt es, plus 4. Und jetzt zähle ich noch ab, wer noch übrig bleibt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Also y hoch 6. Davon kommt sowas. Gut, okay, das bis dahin. Jetzt kommt mal außerhalb der Regie. Jetzt kommt mal ein bisschen tricky. Ich zeig mal was. Wie gesagt, das ist jetzt außer Konkurrenz. Das ist jetzt tricky, das ist schon scharf. Nehmen wir mal an, ich möchte aus diesem Ausdruck hier 5y Quadrat plus 1, möchte ich eine 5 ausklammern. Naja, hier vorne fällt es ja leicht, dann bleibt y Quadrat stehen. Aber was bleibt hier stehen? Donnerwetter, wir haben sogar Beifall gegeben. Entweder 0,2. Und jetzt probieren wir mal, ob das geht. Jetzt kommt die Gegenprobe. Ich mache sie mal in dunkel. 5 mal y Quadrat ergibt 5y Quadrat. 5 mal 0,2 ist 1. Donnerwetter, hat geklappt. Jetzt, wie macht man das? Ich mache jetzt mal in Blau weiter, ganz normal wie die Tinte. Wir nehmen uns das mal zum Vorbild. Nehmen wir mal an, es steht da 20a plus 1. Bleiben wir dabei. Und ich möchte unbedingt, unbedingt 20 ausklammern. Dann macht man Folgendes. Man sagt, bis zur a geht es ja noch. Aber wenn ich 20 ausklammern möchte, könnte ich mir auch diesen Ausdruck vorstellen als erweitert 20 Zwanzigstel. Stimmt's? 1 ist 20 Zwanzigstel. Stimmt's? Frage dazu? Nicht. Gut. Und jetzt mache ich es nochmal. Jetzt nehme ich die 20a, die 20 raus, das a bleibt stehen, plus, und jetzt sage ich, hier raus die 20 entnommen, heißt,
Es bleibt ein Zwanzigstel übrig. Das ist scharf, okay. Also, wer sowas beherrscht, der kann auch schlimmere Sachen. Wollen wir mal ein paar Übungen dazu machen? Los mal, weil, ne? Okay, ich spüre ein Nicken, ich mache Pause, ich schreibe die Aufgaben auf. So, liebe Leute, das war schwierig und ich sag's gleich mal, ich hab das wirklich gemacht, das, so kennen mich die Schüler. Ich habe gesagt, wer die Lösung hat, der multipliziert nochmal rückwärts aus und sagt, jawohl, hat geklappt, es kommt wirklich das Gleiche raus. Und, ne, wir wollten die 3 ausklammern hier. Gegenbeweis, 3 mal x Quadrat ist 3x Quadrat, passt. 3 mal 1 durch 3 ist 1 mal x ist x. Wunderbar. Und so ging das die ganze Zeit weiter. Wenn ihr es zu Hause auch so habt, dann ist es schön. Solche Aufgaben sind der Hammer. Die kann man sich übrigens selber basteln, indem man sagt, ach, jetzt schreibe ich einfach mal irgendeinen Quatsch hin und jetzt kommt euer Meisterstück. 5 plus 7a ist gleich. Und ich will ausklammern 35. Los. So, die Lösung, die werden wir dann zum Schluss nochmal präsentieren und ich führe mal in der Zeit fort, wo die anderen rechnen. Das übrigens, das Gelbe war der Beweis des Ausklammerns, hier hat er gekürzt, ne? Das hat schön geklappt, hier gekürzt. Ich habe wirklich gesagt, wer hier nach vorne kommt und nicht den Beweis antreten kann, dass seine Idee richtig war, wer hier nach vorne kommt und das einfach hinschreibt und falsch hinschreibt und keinen Beweis antreten kann, der kriegt eine 6. Und die Leute waren so mutig, die haben nämlich vorher ausprobiert, habe ich es richtig gemacht und sie hatten es richtig und demzufolge gab es eine kleine mündliche 1. So, jetzt kommt das Meisterstück. Donnerwetter, auch hier gab es eine 1. Das war wirklich ein Meisterstück. Gucken wir uns das mal an. Wenn ich hier eine 35 ausklammern will, dann schadet es nicht, irgendwas zu machen, damit ich das hinkriege. Guckt mal, was ich hier gemacht habe. Hier wollte ich aus einer 1 eine 20 ausklammern, habe ich 20 Zwanzigstel ausgemacht. Was müsste ich hier wohl machen? So, wir kommen zum Ende. Wie kann ich das am besten machen? Ich kann sagen, ein Ganzes wären 35 35stel. Also kann ich doch sagen, das ist 5 mal 35 35stel plus 7a mal 35 35stel. Es ist nichts passiert. Ich habe oben und unten mit 35 multipliziert. Und jetzt gucke ich mal und sage, naja, wenn ich die 35, nämlich, warte mal, wenn ich die hier rauskriegen will aus dem Ganzen, dann sage ich, okay, raus mit der 35. Und jetzt kommt die Klammer. Was bleibt hier übrig? Gekürzt ein Siebtel. Gekürzt ein Fünftel. Und das A natürlich. Und dementsprechend kann ich das dann hier einmalen und dann haben wir es. So, ich mache jetzt erstmal Schluss. Großen Beifall von meiner Seite. Habt ihr fein gemacht. Was man damit machen kann, wie wir dann in der nächsten Geschichte damit weitermachen, also bei den Kreisen, da werdet ihr sehen, habt ihr die erste Anwendung. Bravo, Hochachtung. Punktrechnung, vor Strichrechnung.